So, rote Wörter. Rote Wörter sind ein bisschen schwieriger, weil wir die einfach noch nicht so gewohnt sind und weil ich da genauer hinhören muss. Aber ist auch nicht so wild, schaffst du auf jeden Fall. Wichtig ist wieder, wir fangen an, die Wörter zu tippen, indem wir auf den Wagen tippen. Das hier ist eine Tante. Ja, das ist die Tante Liese. Einfach Tante. 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 Okay. Es geht mit einem T los. Das kann man deutlich hören. Tante. Tan. Tan. Also am Schluss kommt ein M. Tan. Tan. An. An. Tan. Tante. Aha, so muss es sein. Tan. Tante. An, tan, tante. Und ich schreibe das Wort auf. Und ich höre noch nicht auf, sondern ich werfe das Lasso. Schau, ob es ein rotes Wort geworden ist. Ja, na, blauer Buchstabe erst da vorne, aber der wird jetzt rot. An, tan, tante. Ich lese im Dreischritt zur Kontrolle. Nächstes. Das ist eine Blume, aber eine bestimmte Blume, eine Tulpe. Ultul-Tulpe. Tulpe. Beginnt wieder mit einem T. T-Tul. Tul. Tul. L. Tul. Toll. Tul. Ultul-Tulpe. Pe wie Pepe, Tulpe, Tulpe. Und ich werfe mein Lasso. Und ich unterstreiche. Und ich lese nochmal im Dreischritt zur Kontrolle. Ul, Tul, Tulpe. Weiter geht's mit dem Pinsel. Lampe lasse ich mal schnell weg. Pinsel. 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 Ah, P wie Pepe. Pin. 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 Pen. Pin. 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 Achtung, bei roten Wörtern I hat das I kein IE mehr, sondern dann ist es ein so ein schnelleres I. Dann heißt es nicht Pinsel, sondern in Pinsel. Pinsel. Brummer. Pinsel. Pinsel. Und ich schreibe auf. Pinsel. Punkt und das E rum. Und wir lesen Kontrolle. In Pin Pinsel. Achtung. Insel, 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 Insel. Jetzt ist es komisch. In, da höre ich da vorne irgendwie nichts. Kein schwarzer Buchstabe. In, und dann großes I. Da vorne kommt nichts. Achtung. Die Insel ist genau das gleiche wie der Pinsel ohne den ersten schwarzen Buchstaben. Schau mal her. Insel. Insel. Bloß dann muss ich groß schreiben. Insel. Okay? Gut. Und dann lese ich, oh, halt, stopp, ich schreibe es erst noch auf. Insel. Punkt und das schwache E. Ein schwarzer Buchstabe dahinter, einer davor. Lasso. Ich unterstreiche. In, Insel. Okay, das ist ein Laster, das ist Tinte, eine Ampel, eine Ente und eine Palme und die Lampe ist ja klar. Lösung lade ich dir auf Padlet hoch, aber nicht schummeln, selber probieren und dann erst kontrollieren. Okay, ich verlasse mich auf dich.